herzliches Willkommen zu NXT! Und ja, diese Serie ist zurückgekehrt und wir haben heute zwei Matches, wie immer. Ein Einzel mit Manager Primo, der Rookie von Austin, yes, trifft auf The Spartan, den Rookie von dem People's Champion The Rock. Und ein Tag Team Match zwischen dem Rookie der Outsiders und Jack Swagger und Xander und Dick. Die sind ja schon eingespielt. Zuerst sagt Stone Cold Steve Austin, ich präsentiere euch den neuen General Manager von NXT. NXT wird seinen eigenen General Manager bekommen und den präsentieren wir euch genau jetzt. Boah, es ist Edge. Da kommt er. Hall of Famer, 9-time World Champion. Edge. Freut mich. Er wird uns jetzt gleich ankündigen nochmal, wie es aussieht mit Rookies und Pros. Wir beginnen mit dem Rookie Zack Ryder. Er wird der Schützling sein von John Cena. Blizzard wird der Schützling sein von der Legend Killer. Ja, ganz schön interessant, weil die beiden können sich ja nicht so gut riechen. Hunico, der Rookie von der Outsiders. Xander wird der Rookie sein von The King. Primo, nicht Epico, ein Schreibfehler, wird der Rookie sein von Awesome, yes. Und zu guter Letzt haben wir The Spartan und er wird der Schützling sein von The Rock. Und damit hat Edge seine erste Hand als GM, ja, erfolgreich gemeistert. Und hier ist der Schützling von Daniel Bryan und The Miz, Epico. Er trifft auf The Spartan im ersten Match. Primo, Entschuldigung, da ist wieder vertan. Primo natürlich, nicht Epico. Primo. Und Daniel Bryan ist dabei, da der Mist sich noch erholt von dem letzten, von der letzten Superstar-Ausgabe. Und hier ist der The Spawn. Begleitet von The Rock. Jetzt haben wir der zweite Italiener in der WWE, nicht nur Santino, den wir schon lange nichts mehr gesehen haben, sondern jetzt auch hier The Spartan. Der hat ja schon seine Generalprobe abgelegt bei Raw, aber wird jetzt hier erstmal mit zwei Hurricane Rana attackiert von Primo. Bulldog. Aber es ist schon natürlich sehr stark, einen Pro zu haben, der The Rock heißt. Aber jetzt hat Räder hier auf. Boah. Jetzt Räder hier auf. Ja, Primo mag das gar nicht. Boah. Das ist unglaublich. Elbow. Schöne Aktionen von das Boden. Double Hand Bulldog. Dropkick gegen den Rücken. Konter.
Also NXT ist nicht unbedingt schlechter als Raw, SmackDown oder Superstar, wo es die Jungs werden hier trainiert. Und wie ist das Regelwerk? Das ist die Frage. Dafür jeder hat immer ein Match gegen den anderen. Jeder hat immer gleich viele Matches. Und es wird, nachdem jeder einmal gegen jeden gekämpft hat, wird derjenige mit den wenigsten Siegen aus dem Rennen fliegen. Und jetzt bringt er hier den Glam Slam. Der Junge. Aus Italien. Eins. Nee, Kick out, da Daniel Bryan sich ins Match einmischt. Ja, also das Barton hat eigentlich jetzt schon. Jetzt kommt noch eine Submission Aktion. Also der zeigt sich schon zuversichtlich und wirklich. Schafft es sogar. Und hat es geschafft. Ja, aber der Ref ist wieder abgelenkt von Daniel Bryan. Jetzt geht er hier raus. Jetzt geht das Baden raus. Zeigt den Dropkick gegen Daniel Bryan. Geht zurück in den Ring. Spear gegen Primo. Jetzt geht auch noch The Rock rüber zu Daniel Bryan. Und der Spartan gewinnt. Und damit sichert er sich den ersten Punkt überhaupt in NXT. Und ist somit vor der Ausscheidung schon mal etwas gesichert. Natürlich hat er noch einige Matches vor sich. Aber er ist vor der Ausscheidung schon mal etwas gesichert. Die Pros haben natürlich mit der Ausscheidung auch noch was zu sagen. Mit 50% werdet ihr wählen. Also es wird immer eine Ausscheidungsausgabe sein. Das werde ich dann immer vorher ansagen und dann werde ich alle Namen drunter schreiben. Und der Name mit den meisten Likes ist gesichert. Ganz klar. Und wer derjenige mit den wenigsten Likes scheidet eurer Meinung nach aus. Aber 50% entscheidet ihr und 50% entscheiden die Pros. Also die Pros wählen einen Superstar raus und ihr wählt einen Superstar raus. Und wenn das beides gleich ist, dann ist der natürlich raus. Also das Regelwerk ist etwas kompliziert, aber es werdet ihr schon noch verstehen. Hier ist Tunico. Er wird mit seinem Pro in den Ring steigen gegen einen Rookie. Ich denke, ich sag's mit der meisten Erfahrung, würde ich fast sagen, denn der Rookie von The King, der hier jetzt kommt, war schon mal United States Champion. Trotzdem wurde er von den General Managern zu NXT geschickt. Er wurde zu NXT geschickt, weil er anfänglich eigentlich bei NXT gewesen wäre. Da NXT dann aber gestoppt wurde, hat der King nicht dann ihm locker gelassen, sondern weitergemacht und hat ihn zum United States Champion gemacht. Und jetzt ist er aber trotzdem wieder zurück zu NXT. Denn wenn er gewinnt, eröffnet ihn sich zum Beispiel ein Match um die Tag Team Titles. Einen WWE-Titel oder World Heavyweight oder Intercontinental oder vielleicht will er ja auch nochmal United States werden. Also das kann er sich dann frei entscheiden, aber da muss er erstmal einige Folgen überstehen und ihr müsst ihn natürlich auch weiter wählen. Es geht los. Und der King wechselt schon Xander ein. Also der King hält ganz klar dann fest, der Rookie soll mehr machen als der King, als der Pro. Und jetzt sind alle im Ring. Aber Jack Swagger zeigt seine Übermacht. Jack Swagger ist ja der amtierende
United States Champion. Und STO. Ja gut, das ist jetzt ein ungleiches, eine ungleiche Paarung sozusagen. The King gegen Huniko. Submission. Checksberger greift ein. Oh, der King erwischt aus Versehen den Ref. Wollte eigentlich Huniko treffen. Der geht aber geschickt aus dem Weg und trifft den Ref. Der Ref spricht natürlich keine Disqualifikation aus. Das war ja kein Versehen von The King. Keine Absicht. The King ist draußen, geht wieder rein. Und jetzt gibt es einen Wechsel zu Jack Swagger. Ja, jetzt ist eigentlich wieder das, eigentlich jetzt wieder, dann kann man sagen, ausgeglichen. Auch jetzt wird wieder getaggt. Ja, also der King und Xander sind auch ein eingespieltes Team. Die arbeiten schon sehr lange zusammen. Und Xander ist mein Favorit hier bei den, ja, Rookies und Steiner. Meiner ist das Borten. Hätte mich jetzt auch nicht gewundert, aber wir werden sehen. Aber ihr habt natürlich auch einiges mitzuentscheiden. Ich werde dann immer drunter schreiben, Entscheidungsrunde, und dann immer die Namen. Und derjenige, der am wenigsten Likes hat, der wird rausfliegen. Somit liked für einen Favoriten, aber die Pros haben natürlich auch noch einiges mitzuentscheiden, wen sie weiter wählen. Und somit werden wir uns auch sehr bald nach WrestleMania von dem ersten Rookie verabschieden. Brutal. Also Xander weiß sich zu verteidigen und weiß auch gut anzugreifen gegen einen wie Jack Swagger. Kommt Huniko wieder rein und dann geht wieder raus. Was hat er vor? Das ist die Frage, was er vorhat. Xander wartet im Ring, er kommt reingesprungen, springt daneben. Xander richtet ihn auf und bringt einen extrem harten Spying Buster. Cover 1, 2, 3 und auch der erste Punkt auf das Konto von X. Xander und ja, der erste verlorene Punkt für Huniko. Also damit sind Huniko und Primo schon mal gefährdet für die Ausscheidung. Die Pros werden natürlich anhand der Punkte entscheiden und mit diesen Bildern verabschieden wir uns von der ersten zurückgekehrten NXT-Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.